zu leisten, dass unsere Zahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Eva ist im Kelpiktal, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es nicht mögen, dass ich die Macht mit ihr teile. Aber Pech gehabt, ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Turianer. Die haben nämlich offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Ach, der gute alte Rex. Beeindruckende Arbeit. General Corinthus. Commander Shepard. Als sie auf Menai eintrafen, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es unseren Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Da doch nun sehe ich, wie Turianer und Kroganer gemeinsam mit einem Reaper-Zerstörer ausschalten und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Palavin doch noch gerettet werden. Respektvolle Grüße, General Corinthus, Menai-Kommando. Shiala. Wer ist Shiala? Sehr geehrter Commander Shepard, ich weiß nicht, ob Sie die Artikel schon gelesen haben. Die Einwohner von Zeus Hope kämpfen wieder, aber diesmal gegen die Reaper, nicht gegen die Geth. Ich bin nicht sicher, ob Sie sich noch an mich erinnern. Sie haben mir auf Ilium, das sagt mir was, geholfen, als wir medizinische Probleme hatten. Der Turianer ist jetzt tot. Das kann ich bestätigen, aber die Sporen in unserem Körper sind noch da und irgendwie sind wir auch noch alle miteinander verbunden. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, wenn wir gegen die Reaper kämpfen, spüren wir uns gegenseitig, handeln wie ein Mann und ignorieren den Schmerz, wenn es sein muss. Ich bin sicher, dass ich nach wie vor indoktriniert bin. Ich erinnere mich an die Stimme der Sovereign in meinem Kopf. Wo war ich jetzt? In meinem Kopf. Als ich willentlich als Handlangerin zu dem Turianer ging. Aber meine Verbindung zu den Bewohnern von Zeus Hope ist stärker. Sie überlagert die Stimmen der Reaper. Diese Situation ist alles andere als perfekt und zudem gefährlich. Vielleicht sollten sich die Kolonisten zu ihrer eigenen Sicherheit trennen. Andererseits kämpfen selbst die Untrainierten mit einem gemeinsamen Bewusstsein so gut wie erfahrene Spezialeinheiten. Wir sind stark. Ich habe ihre Hilfe nicht vergessen und auch nicht, dass sie mich verschont haben. Wir werden Pharos bald verlassen und dann kämpfen wir auf derselben Seite wie sie. Shiala. Ach, der Turianer. Ja, so langsam macht's Klick hier oben. Das war doch dieser fiese Kampf in Teil 1 da, den ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal neu gemacht habe, weil ich mich da noch mit diesem ganzen Ausrüstungssystem noch nicht so ganz im Reinen war. Ich glaube, das war ich bis zum Ende nicht. Aber schwamm drüber. Automatische Index 4. Ist das 4? Oh, ich komme bei diesen römischen Zahlen immer durcheinander, ne? 4 oder 11? Ne, X ist 10. Da wäre das 6. Aber ich glaube, das ist eine 4. Ne, 4 ist anders. Ist egal. Auf jeden Fall Index, römische Zahl. Pharos, eine Gruppe von Kolonisten auf Pharos, hat eine Verteidigungsstellung gegen herannahende Reaper-Truppen errichtet und so lange gehalten, bis den Zivilisten aus Kolonien in der Nähe die Flucht geglückt war. Die inoffizielle Miliz von Zeus Hope, mit der hatten wir ja scheinbar eben geschrieben, die angeblich aus Überlebenden eines furchtbaren Geth-Angriffs vor einigen Jahren besteht, hat die ersten Landungsversuche der Reaper mit einer militärischen Kompetenz zurückgeschlagen, die man eher von erfahrenen Zügen erwarten würde. Die Kolonien haben nur improvisierte Waffen und etwas Nachschub, der aus einer verlorenen Anlage von Exogeni geborgen wurde. Diese Kolonie ist unsere Heimat, sagte Koloniesprecherin Lisbeth Bainham. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und wir sind im Kampf so gut aufeinander eingespielt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kolonie vor dem Eintreffen weiterer Reaper-Streitkräfte vollständig evakuiert werden kann. Von Allianz News Network, ihrem Informationspartner. Das ist doch wunderbar. So stelle ich mir das vor. Kolonisten von Zeus Hope, Kriegsaktivposten erhalten. Alles klar. Ich guck mal, wir reden jetzt einfach mal mit unseren Kollegen. Vielleicht haben die ja was Neues zu sagen. Garrus! Okay, ich bin dran. Was ist der erste Befehl, den ein Commander der Allianz am Beginn eines Kampfes erteilt? Ich gebe auf. Korrekt. Also gut, mein Großer. Wie nennt man es, wenn ein Turianer von einem schrecklichen Dornenmonster getötet wird? Teambeschuss. Hey, der ist uralt. Den gibt's schon seit Shang-Chi. Shang-Chi. Ich hätte nie erwartet, dass sich Kroganer und Turianer je zusammentun. Selbst die Reaper müssten Angst haben, sie zu provozieren. Mehr als nur ein bisschen.
Es tut mir leid um Morden. Er war ein Freund. Er war ein guter Mann. Immer hat er irgendwelche Tests gemacht. Einmal hat er mich mitten in der Nacht geweckt, um zu fragen, wie viele Lebern Menschen haben. Und diese Beule an meinem Ellenbogen. Er sagte, es wäre nur eine kleine Knochendeformation, aber ich bin sicher, er hat eine Sonde reingesteckt. Zum Glück nur da rein. Ich dachte immer, er sei nützlich, aber verrückt. Und dann opfert er sein Leben. Um die Kroganer zu retten. Bestätigt das nicht, dass er verrückt war? Doch. Aber er war einer von uns. Wir haben jetzt die Kroganer und die Turianer. Wie geht's weiter? Die Kroganer reißen das Ruder auf Pelavin herum. Endlich ist ihre Ballerei mal nützlich. Graben, bis wir Tageslicht sehen, was? Soll mir recht sein. Wie ist das, wenn man weiß, dass die Kroganer auf ewig Lieder über einen singen werden? Ich denke, es wäre eine Ehre. Ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Ich denke mal, es fühlt sich gut an. Gut. Es fühlt sich gut an, das Gute zu tun. So. Es läuft genug falsch in diesem Universum. Da kann zur Abwechslung auch mal was klappen. Ich war noch nie so hautnah dabei, wenn Geschichte geschrieben wurde. Gut, außer dem Angriff der Sovereign auf die Citadel und die Kollektorenbasis. Aber diesmal war es gut. Hoffentlich hat Rex auf Tuchanka weiterhin das Sagen. Wir sollten ihm einen Vorkoster besorgen. Stellen Sie sich das Gemetzel vor, wenn irgendein Hitzkopf übernimmt. Könnte passieren. Ich weiß, wir müssen das Risiko eingehen. Aber wenn dabei nicht meine eigene Welt auf dem Spiel stünde. Das Salarianer-Angebot war verlockend. Ja. Eieieiei. Ich meine, ich war wirklich so ein bisschen in Versuchung, das zu tun, aber richtig war es nicht. Daran habe ich nie gedacht. Das wäre eine Lüge. Das wäre eine Lüge. Ich war in Versuchung. Ganz ehrlich, ich habe drüber nachgedacht. Jeder würde sich das bei den Kroganern gut überlegen. Sie sollten sich dessen klar sein. Jetzt sind sie an der Reihe. Ich finde es schön, dass der jetzt mal aus seinem Waffenschränkchen rausgekommen ist. Finde ich gut. Warum ist nur Mordin tot? Mordin tot. Mordin tot. Kapitänskabine? Nö, ich gehe mal aufs Crewdeck. Ich meine, wir haben lange nicht mehr mit unseren Freunden geredet. Warum nicht? Wo ist eigentlich Edi? Die vermisse ich die ganze Zeit schon. Ist sie hier drin? Normalerweise ist doch Co-Pilotin. Edi, was machst du denn hier unten? Was machen Sie gerade? Ich lade den Turianern Daten über den zerstörten Reaper hoch. Sie suchen nach möglichen Strukturschwächen beim Feind. Unsere Daten sagen, Reaper-Großkampfschiffe wie die Sovereign sind einzigartig, aber die kleineren Zerstörer weisen Ähnlichkeiten auf. Der war klein? Relativ, ja. Bodenangriffsschiffe sind nur etwa 160 Meter hoch. Die Sovereign dagegen hatte fast 2 Kilometer. Gut, reden Sie weiter mit den Turianern. Wenn es eine Schwachstelle in der Panzerung der Reaper gibt, müssen wir sie alle kennen. Jesus. Schwachstellen. Das Ding war nur ein kleiner Panzer, was wir da auf Tuchanka gesehen haben. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Irgendein Lebenszeichen? Der von dem Dreschlund zerstörte Reaper scheint völlig leblos zu sein, Doktor. Um sicher zu gehen, müssten wir allerdings Teams hinschicken. Kommt nicht in Frage. Sagen Sie den Kroganern, sie sollen sich fernhalten. Okay. Upgrades. Munitionskapazität. Ja. Was gibt's Neues? Hallo, Shepard. Scheinbar nichts. Wir reden später, Liara. Natürlich. Berichte über Massenportalverkehr. Zunahme, Abnahme der aktuellen Portalverkehrs. Witwe? Was? Ach so, das sind die Planeten. es tut mir leid. Ich habe gerade so gedacht, hä? Witwe? Was für Witwen fliegen denn alle weg? Und dann 95%. Oh, Kinders. Gut, es ist noch nicht sehr spät, aber ich bin auch nicht gerade erst auf. Ist egal. Ich kann mich da gerade nicht so ein bisschen rausreden. Witwe. 95%.
Das ist wahrscheinlich alles die Welten, die gerade schön angegriffen werden, gell? Würde ich jetzt mal so einfach vermuten. Grüße, kleiner Roboter. Den Namen ich mir nicht merken kann. Da-di-da-di, hier ist niemand. Ach, Kasumi. Ne, hier war ja nicht Kasumi, hier war ja die, die Asari. Hier war Kasumi. Oh, Kasumi. Man konnte zwar nicht viel mit dir reden, aber ich habe dein sanftes Stimmchen, vermisse ich. Wisst ihr, dass ich das vermisse? Einfach nur mal wieder. Und dann kommt Edis Stimme. Das ist die Damentoilette. SR2. Schade, dass sie sowas rausgenommen haben. Maschinendeck. So. Wo sind wir jetzt? Was machen wir hier? Sagen Sie mal, Gabby, haben Sie Edis neuen Körper schon gesehen? Ach, ich wusste, dass das irgendwann kommt. Ich meine, rein technisch ist das eine ganz erstaunliche Arbeit. Elastische Titan-Silizium-Kunststoffe. Ultraleichte Energiezellen mit harmonisierter Phasenlage. Ja, klar. Und wenn Sie mal... Ja, klar. Jetzt gleich kommt, du guckst dir doch sowieso nur auf die Titten. Ja? Wo haben wir denn den James? Hier. Was geht? Nix Neues? Wir reden später weiter. Ich werde hier sein. Das habe ich befürchtet. Ich kann auch meine Tempest aufbessern, ne? Nein. Nein. Wo war das nochmal? Hier war das. Ich habe meine Tempest schon aufgebessert, oder? Das sieht nämlich gerade verflucht danach aus, als hätte ich die so... Claymore? Eigentlich müsste ich anfangen, sofort alle hochzuknattern, ne? Predator... Für meine Kollegen. Ich meine, wir haben gerade das Geld. Machen wir das einfach mal. Shuriken... Sind alle schon... Guckt euch das mal bitte an. Avenger haben die anderen, glaube ich, auch. Komm mit mir, du schöner Avenger. Verästern. Scorpion 2. Das wäre vielleicht auch mal was Schönes. Das hatten wir doch da unten bei den Salerianern gesehen, ne? Skimitar. Incisor, Raptor, verbesserter Waffenschar. Wir sollten vielleicht auch mal darüber nachdenken, einfach mal eine neue Knarre. Also, unser Geld für was an. Aber ich sehe im Moment nicht, wofür wir es sonst brauchen sollten. Mir wurde gesagt, dass später noch Upgrades kommen, die besser sind, vergleichsweise. Von daher denke ich mal, im Moment das Geld in Waffen-Upgrades zu stecken, dürfte für mich sinniger sein, als sich hier neue Mods zu kaufen. Kanala-Exporte. Obwohl die Ginge... Ja gut, ich hätte mir vielleicht ein paar Fische kaufen können. Oh, ich hätte mir die Blatt... Oh, ich hätte mir das coole Teil hier besorgen können. Das wäre bestimmt auch richtig cool gewesen. So ein bisschen bereue ich es gerade, ne? Kanala. Ach, da war ich ja gerade. Citra. Medigel-Kapazität. Verflucht, das hätte ich brauchen können. Memo an mich. Erstmal nachgucken. Ja, vielleicht spare ich jetzt erstmal ein bisschen. Aber ich habe jetzt erfolgreich erstmal ein paar Waffen hochgeschossen, wovon die anderen wahrscheinlich auch profitieren werden. Ich bete darum, dass sie davon profitieren. Tuchanka, wir sagen goodbye. War nett mit dir. Treibstoff nachfüllen. Gibt's hier noch was Schönes? Massenportal.
Ist jetzt eins der wenigen Sachen, wo jetzt kroganische Dominanz. Alter Schwede. Salarianischen Ratsherren treffen. Hier sehe ich doch was. Cerberus Jägerbasis. Da haben wir das. Leuchtet hier sonst noch irgendwas?